So, ja, liebe Freunde, mein Name ist Michael Peter. Vielleicht sage ich ganz kurz was zu mir. Ich habe mich ja vorhin schon vorgestellt im Rahmen der allgemeinen Vorstellungsrunde. Ich bin seit 2009 Pirat und beschäftige mich seit 1980 wissenschaftlich mit der Frage der Veränderung der gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse im Zuge der Einführung informationstechnisch gestützter Kommunikationssysteme. Und in diesem Zusammenhang habe ich beim Forschungszentrum Informationstechnik in St. Augustin lange Zeit gearbeitet, das dann von der Fraunhofer Gesellschaft übernommen worden ist. Ich habe dann bei der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet, war dort verantwortlich für die Strategieentwicklung der Institute, die in St. Augustin, am Standort St. Augustin waren. Und dann anschließend war ich eine Zeit lang Professor für Kommunikationssoziologie, Mediensoziologie in Essen, Siegen und Bielefeld und bin jetzt seit ein paar Monaten pensioniert und nicht langweile mich zum Glück nicht, weil ich, wie gesagt, seit einigen Jahren in der Piratenpartei bin. Und ich habe mir, also wie gesagt, seit 2 Jahren arbeiten oder diskutieren wir über die Frage der Gründung eines Bildungswerkes in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe, als ich dann diese Diskussion jetzt verfolgt habe, ist mir aufgefallen, dass sehr stark über Satzungen diskutiert worden ist. Und wir haben ja eben auch schon gesehen, dass sehr, sehr viele Fragen aufgetaucht sind. Und wir auch feststellen mussten, dass wir natürlich diese Fragen also jetzt nicht in so einer Diskussionsrunde alle beantworten können, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie wir mit solchen Fragen umgehen, wie wir sie einarbeiten können. Denn es gibt ja nicht nur diese eine Satzung, die eben vorgestellt worden ist, sondern es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 3 oder wenn nicht sogar 4 alternative Satzungsvorschläge. Das heißt, wir müssen uns irgendein Prozedere überlegen, wie wir damit umgehen. Aber das betrifft ja nicht nur die Frage der Satzung, sondern das betrifft auch, wie wir ganz zum Schluss eben noch gesehen haben, auch bestimmte politische Zielrichtungen. Und das hat mich motiviert, dass hier meine Erfahrungen, die ich also früher mal bei der Fraunhofer Gesellschaft gemacht habe, in Bezug auf die Frage der Strategieentwicklung, die auch in diesen Prozess hier einzubringen. Zunächst einmal will ich kurz vorstellen, wie ich mir die Gliederung meines Vortrages vorstelle. Ganz am Anfang möchte ich etwas sagen über den Strategieprozess generell. Worum geht es überhaupt? Warum ist das überhaupt wichtig, so etwas wie ein Konzept, wie eine Strategieplanung zu machen? Gerade wenn man sich in einer Phase befindet wie wir jetzt, also in der Anfangsphase, dann möchte ich den Prozess und die Komponenten einer solchen Strategieentwicklung vorstellen und dann möchte ich gerne auf einzelne Komponenten etwas näher eingehen. Das kann natürlich nur Beispielcharakter haben, also auf Ziele und Inhalte. Dabei geht es um Politikfelder und um Kompetenzen, die vorhanden sind oder auch nicht vorhanden sind. Es geht um die Komponente Organisation, das ist vorhin auch schon kurz angesprochen worden, also das Verhältnis zum Beispiel von Landesverbänden zum Bundesverband und so weiter. Die Komponenten Finanzen, auch das haben wir eben schon im Rahmen der Satzungsfragen diskutiert, aber auch andere Komponenten wie Kooperation, Konkurrenz und so weiter. Und zum Schluss würde ich ganz gerne also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eine Roadmap vorstellen, dann wäre das also natürlich sehr, sehr übertrieben, so eine Idee für eine Roadmap vorstellen. Zunächst einmal, worum geht es bei einem Strategiekonzept generell? Strategiekonzepte und Strategieplanungen sollen Klarheit schaffen, sollen Faktoren definieren, die für eine erfolgreiche Umsetzung einer Idee, also hier also Aufbau einer parteinahen Stiftung, wichtig sind. Ein Strategiekonzept soll Ziele festlegen und sich auch mit Risiken und mit Problemen auseinandersetzen. Im Grunde ist ein Strategiekonzept nichts anderes als das systematische Hinterfragen und Überprüfen der eigenen Annahmen, die wir implizit natürlich immer haben, wenn wir solche Konzepte entwerfen. Also ein kritisches Hinterfragen der Möglichkeiten und auch der impliziten Erfolgshypothesen, die immer mitschwingen,
wenn wir solche Planungen machen und die unserem Handeln zugrunde liegen. Natürlich ist klar, die Zukunft kann niemand voraussagen, aber die bewusste Auseinandersetzung mit den vielfältigen Herausforderungen, die am Horizont unseres Vorhabens auftauchen, hilft uns möglicherweise, gravierende Fehler zu reduzieren. Strategie ist keine Festschreibung für alle Zukunft, sondern sie muss natürlich, das ist auch vorhin schon öfter gesagt worden, selbst in Bezug auf die Satzung, sie muss flexibel sein und auch gewährleisten, dass neue Ideen und sich bietende Chancen, Möglichkeiten jederzeit aufgegriffen werden können. An einem Strategiekonzept zu arbeiten, das ist nicht irgendetwas, was man am grünen Tisch machen kann. Das setzt also vor allen Dingen die Bereitschaft voraus, Schwächen, Defizite in unserem bisherigen Handeln zu identifizieren, Informationsdefizite zu suchen. Wie gesagt, es ist nicht möglich, das am grünen Tisch zu machen. Das werden wir heute auch nicht machen. Also wer jetzt erwartet, dass ich sozusagen dieses Strategiekonzept also hier jetzt vorstelle, den muss ich leider enttäuschen, sondern das kann nur ein transparenter und ein kollektiver Prozess sein, in dem das verteilte Wissen vor allen Dingen der Gesamtpartei, will ich mal sagen, oder zumindest also derjenigen, die sich jetzt Gedanken machen, um so eine Stiftung einfließen. Das heißt, also so wie die Berliner in ihrem Wahlkampf mal so ein Wahlplakat gehabt haben, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen, nicht die, die die Antworten haben. So ungefähr bitte ich also das, was jetzt folgt, zu verstehen. Heute können wir höchstens starten, aber wir müssen, und das wäre mein Wunsch, wir müssen, wenn wir morgen auseinandergehen, müssen wir so etwas wie eine Roadmap haben, wir müssen so etwas wie einen Projektplan haben, wie wir weitermachen mit Meilensteinen, damit wir tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Im Grunde geht es also um drei Komponenten oder drei Sequenzen, kann man sagen, an der Strategieplanung. Es geht einmal darum, also zu beschreiben, also was ist eigentlich vorhanden, und das bezieht sich eben auf Inhalte, das bezieht sich auf die Politikfelder, die wir bearbeiten, die wir zum Schwerpunkt machen wollen. Es bezieht sich aber auch auf die Kompetenzen, die wir innerhalb der Partei haben, außerhalb der Partei haben, die wir nutzen wollen, also für diese Stiftung. Es bezieht sich auf die Organisation, die wir haben wollen. Es bezieht sich auf die Finanzen und es bezieht sich auf mögliche Kooperation, weil mit großer Sicherheit werden wir nicht alles alleine machen können. Also das muss zum einen muss das beschrieben werden. Es muss dann auch analysiert werden. Analysiert werden auf Schwächen, auf Stärken, auf Risiken, auf Entwicklungspotenziale hin. Und nach dieser Analyse müssen wir uns dann eben Gedanken machen, was können wir uns überhaupt leisten, wozu haben wir die Kraft, das umzusetzen, was machen wir mit bestimmten Themen, mit bestimmten Politikfeldern, die wir nicht bearbeiten können, lassen wir die links liegen oder rechts liegen oder überlassen wir das den anderen oder aber entwickeln wir unsere Kompetenzen. Also das sind diese drei Schritte, beschreiben, analysieren, entwickeln. Gehen wir mal zunächst einmal auf die Inhalte. Also das ist eine der wichtigsten Komponenten natürlich. Welche Inhalte soll in der Stiftung bearbeitet werden? Zunächst einmal geht es darum, welche Ziele wir verfolgen. Das ist eben in der Diskussion um die Satzung schon leicht angesprochen worden, weil natürlich auch in der Satzung bestimmte Ziele festgelegt werden. Die Frage ist, was soll da drinstehen? Aber natürlich ist auch klar, dass die Ziele, die in der Satzung drinstehen, dass die nicht ausreichen, um eine strategische Planung voranzutreiben. Welche Voraussetzungen haben wir, um diese Ziele zu entwickeln? Welche Wege, die real existierenden, also das ist das Ergebnis, muss das Ergebnis unserer Analyse sein, welche Wege, die real existierenden Voraussetzungen den Zielen anzupassen, also das heißt, die Voraussetzungen zu entwickeln oder aber gegebenenfalls die Ziele den realistischen, von uns so eingeschätzten Möglichkeiten anzupassen, wenn man will, reduzieren. Auf welche Inhalte wollen oder müssen wir uns auch aufgrund der politischen Diskussion, in der wir stehen, und können wir uns konzentrieren? Bei welchen Inhalten liegen unsere Stärken? Wo liegen unsere Schwächen? Wo müssen wir unsere Schwächen zu Stärken entwickeln möglicherweise?
welche Themen, in denen wir schwach sind, können oder sollten wir zunächst ignorieren. Auch das ist eine Frage der bewussten Entscheidung. Wenn man sich anguckt, also in der Satzung, wenn man sich auch die Satzungsvorschläge, ich habe mir jetzt mal also die Satzungsvorschläge angeguckt, die in der Diskussion sind, da sind natürlich, ist immer da die Rede von Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kultur, Kunst, Entwicklungszusammenarbeit, politische Bildung, Förderung der demokratischen Willensbildung. Das habe ich auch so jetzt aus der Wiki-Diskussion über die Satzungsentwürfe entnommen. Ich glaube, das ist eine sehr allgemeine, auch in die, wie gesagt, in die Satzung einfließende Formulierung. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal eingehen auf diese gemeinsame Erklärung, die vorhin auch schon angeschnitten worden ist, der Stiftungen, also von Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Seidel, Böll und so weiter, welche Ziele dort genannt sind. Und das ist insofern interessant vielleicht für uns einfach als ein Orientierungspunkt, weil das Ziele sind, auf die sich alle politischen Stiftungen geeinigt haben. Die einzige, die damals also nicht dabei war, diese gemeinsame Erklärung ist ja gegeben worden in den 90er Jahren im Zusammenhang mit der Parteispendenaffäre. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung war jetzt an dieser Erklärung nicht beteiligt. Aber so viel ich weiß, nicht weil sie das nicht wollten, sondern weil sie einfach zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage waren. Also das sind Formulierungen, die ich einfach nur mal vorstellen wollte, die so allgemein gehalten sind, dass also jeder sich darauf einlassen kann. Also da ist noch nichts piratisch Spezifisches dabei. Nicht? Vermittlung politischer Bildung, ja, die Beschäftigung der Bürger mit politischen Fragen, politisches Engagement zu fördern, Wissenschaftsförderung, politische Forschung, Beratung, Grundlagen politischen Handelns zu erarbeiten, Dialog, Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Politik, Staat und Wirtschaft zu vertiefen, okay. Geschichtliche Entwicklung der Parteien, nicht? Das zielt schon auf die Parteiendemokratie ab. Das wäre natürlich für uns ein interessanter Punkt in Bezug auf unsere Frage der Liquid Democracy, weil die natürlich eine Kritik an der historisch gewachsenen Struktur des Parteienstaates der Bundesrepublik Deutschland bedeutet. Das wäre ein wichtiger Aspekt, der da rein käme, wo auch sozusagen ein piratischer Punkt sichtbar wird. Soziale Bewegung, politische und soziale Bewegung, erforschen, Stipendien, das ist schon vorhin genannt worden, ist auch von Peter schon genannt worden, wie wichtig das ist und wie wichtig das genommen wird von den verschiedenen Stiftungen. Veranstaltungen, Pflege und Erhalt von Kulturwerken, Kunst und Kultur. Durch Information und internationale Begegnungen die europäischen Einigungsbestrebungen zu unterstützen. Völkerverständigung, okay. Mit Programmen und Projekten entwicklungspolitische Hilfe zu leisten. Entwicklungspolitische Hilfe, also da geht es in den internationalen Bereich, zu leisten und zum Aufbau demokratischer, freiheitlicher und rechtsstaatlicher Strukturen, die den Menschen- und Bürgerrechten verpflichtet sind, beizutragen. Da kann man jetzt darüber diskutieren, inwieweit sind das politische Formulierungen oder nicht, aber auf jeden Fall, das sind Formulierungen, die durchaus akzeptiert werden. Aber was bedeutet das jetzt für uns, für die Strategieentwicklung? Wenn wir jetzt aus Piratensicht versuchen, das ein bisschen zu konkretisieren, dann könnte man, das ist jetzt etwas, was ich auch wieder aus den Satzungsentwürfen genommen habe, wobei ich jetzt nicht, also man, ich will das jetzt nicht anführen, um darüber zu diskutieren, ob das vielleicht schon zu konkrete politische Forderungen sind, die nicht in der Satzung reingehören oder nicht, sondern einfach zu sehen, inwieweit kann uns das helfen, eine strategische Entwicklung einzugehen. Also was für aus unserer Sicht, also die allgemein eben vorgestellten Ziele, die zu konkretisieren, das würde aus unserer Sicht bedeuten, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern wie gesagt, das entnehme ich jetzt mal empirisch der existierenden Diskussion im Wiki über die Satzungen, Förderung der Transparenz in Politik, Verwaltung und E-Government, Förderung von Liquid Democracy, Förderung von Bürgerbeteiligung, Förderung des Antikorruptionsbewusstseins in der Politik und Verwaltung, was immer das dann heißt, Förderung der Entbürokratisierung des öffentlichen Lebens,
Organisieren von Bildungsmaßnahmen in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, Förderung der Professionalisierung durch politische Bildung. Ich habe da jetzt mal ein Fragezeichen dahinter gemacht, weil ich vermute, dass das eine Zielsetzung ist, die auf unsere politischen, auf die Abgeordneten, also unserer Partei vor allen Dingen zielt. Das ist natürlich etwas, was nicht in der Satzung stehen kann, was aber möglicherweise zu überlegen ist, was sicherlich auch ein strategisches Ziel ist, dass wir unsere Leute, die eben die in der Verantwortung in Ausschüssen und in Parlamenten sitzen, dass wir die natürlich unterstützen durch entsprechende Beratungen oder auch möglicherweise durch Forschungsarbeiten. Förderung von Wissenschaft und Forschung, das ist auch relativ allgemein natürlich, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur in der Zeit der IT-Revolution. Das ist sozusagen dann wieder das Besondere dabei. Also man kann sagen, in der Zeit der letzten 20, 30 Jahre, ja, was hat sich da eigentlich verändert? Das wäre die spezifische Sicht. Ja. Förderung der Völkerverständigung, okay, allgemein. Beobachtung weltweiter, sozialer, in Klammern habe ich jetzt mal dabei geschrieben, netzpolitischer Bewegungen, ja, zum Beispiel der PPI. Ja, das wäre also ein Gegenstand, beziehungsweise die Mitgliedsparteien der PPI wäre ein Gegenstand von Forschung in so einer Stiftung. Förderung der gesellschaftlichen Integration ist genannt worden. Ich habe jetzt mal in Klammern Inklusion, habe also versucht, den moderneren Begriff sozusagen zu verwenden, weil der Integrationsbegriff, wie wir alle wissen, doch sehr umstritten ist. So, und um diese Ziele zu erreichen, sind auch in der Diskussion, in der Wiki-Diskussion, in den Satzungen, sind verschiedene Aktivitäten genannt worden auf einer sehr allgemeinen Ebene. Sammlung und Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie praktische Arbeitsergebnisse im Rahmen des Arbeitsgebietes der Stiftung oder der Arbeitsgebiete, müsste es genauer heißen. Durchführung von Forschungsarbeiten, die der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung im Rahmen des Vereinszwecks, der in der Satzung niedergelegt ist, förderlich sind. Vergabe von Forschungsaufträgen zum Zwecke der Umsetzung der oben genannten Arbeiten, also das wären vor allen Dingen Stipendien für, was weiß ich, Promotion und möglicherweise auch für andere Forschungsarbeiten. Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse, klar, durch Vorträge, Seminare, Lehrgänge, Tagungen und Publikationen. Förderung der internationalen Kultur- und Wissensaustausches im Rahmen von Fachtagungen, Kongressen sowie der Mitarbeit in inter- und supranationalen Gremien auf dem Arbeitsgebiet der Stiftung. Schaffung und Unterhalt von Begegnungsstätten, Zusammenarbeit mit den regionalen Organisationen, Landkreis, Kommunen, Mittelbereitstellung und Unterstützung. Was immer das heißt, darüber muss man natürlich wie über alles andere dann nochmal genauer diskutieren. Welches sind also, wenn man sich diese Diskussion anguckt, welche Zielgruppen kristallisieren sich daraus heraus? An irgendeiner Stelle, in irgendeiner Satzung ist auch genannt worden, Weiterbildung für alle, ja, im In- und Ausland. Ja, muss man einfach die Frage stellen, ja, wollen wir das? Also Weiterbildung, was heißt das? Weiterbildung für alle im In- und Ausland. Wir werden eine Außenwirkung natürlich haben wollen. Wir werden auch eine Innenwirkung erzeugen wollen. Vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, auch die politische Bildung der Mitglieder der Piratenpartei. Dass wir ihnen auch, wenn natürlich, das ist vollkommen klar, das muss nicht nochmal wiederholt werden, die Unabhängigkeit oder Autonomie der Stiftung da ist, aber die Partei, die Piratenpartei erwartet von uns natürlich auch, dass wir Hilfen geben, um die Mitglieder, vor allem die jungen Mitglieder, die jetzt in die Parlamente gekommen sind, die in den Ausschüssen sich abarbeiten müssen, dass wir die unterstützen in Bezug auf ihre Qualifikation. Die Wirkung nach außen, das habe ich schon genannt, staatsbürgerliche Bildung, was genau heißt das? Verbreitung unserer Kernthemen in der Öffentlichkeit, dass wir einen Fokus setzen auch auf bestimmte Themen und damit unsere Kernthemen in der Öffentlichkeit fördern. Dass wir wissenschaftliche Studien anfertigen, da müssen wir entscheiden, zu welchen Themen wollen wir das machen. Stipendien vergeben, zu welchen Schwerpunkten, wenn das überhaupt möglich ist, da bin ich gar nicht sicher, das ist auch eine rechtliche Frage, ob man überhaupt Stipendien einschränken kann
in Bezug auf bestimmte Schwerpunkte, wenn man Ausschreibungen macht, weiß ich jetzt nicht. Dann auch durchaus, ist auch genannt worden in der Diskussion, Stiftungspreise für herausragende Personen der Zeit, die sich für transparente, demokratische Prozesse und Politik einsetzen. So, das sind also, jetzt haben wir genannt Zielgruppen, das sind Ziele erstmal nur. Wenn man jetzt guckt, wie gehen wir an diese Ziele ran, dann werden wir bestimmte, da haben wir zwei Komponenten. Wir haben, wie gesagt, die auf der einen Seite haben wir bestimmte Politikfelder, die wir bearbeiten wollen, wo wir uns auch konzentrieren müssen. Mit Sicherheit werden wir nicht alle Politikfelder zu unseren Schwerpunkten machen können. Und wir müssen gucken, wo sind da die Kompetenzen. Das wäre also eine der Aufgaben so einer Strategie, Konzeptentwicklung, dass wir beschreiben, dass wir analysieren und dass wir auch mögliche Entwicklungen festhalten. Welche Politikfelder wollen wir bearbeiten? Welche Relevanz haben diese Politikfelder für die gegenwärtige Entwicklung der Gesellschaft? Welche Relevanz haben sie auch für uns als Piraten? Welche Probleme werden dort diskutiert? Wie aktiv sind wir als Piraten in diesen Diskussionen? Da ist natürlich die Frage, was nimmt man da als Kriterium heraus? Man kann sagen, gut, einige Piraten haben Bücher geschrieben, einige haben in Zeitschriften zu bestimmten Themen etwas publiziert. In Liquid Feedback wird zu bestimmten Politikfeldern viel diskutiert, zu bestimmten Politikfeldern weniger diskutiert. Frage ist, könnte das für uns ein Anlass sein, sozusagen schon so eine Fokussierung, einfach aus dem empirischen Vorhandensein der Aktivität unserer Mitglieder zu nehmen? Welche sind die Stärken und Schwächen in diesen verschiedenen Politikfeldern? Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, da haben wir Politikfelder, da müssen wir aktiv sein, einerseits sind die abhängig von den Aktivitäten, in denen wir, also die von Piraten tatsächlich dort vorhanden sind, das heißt, sie sind auch abhängig von den Kompetenzen, die vorhanden sind und die dort eingebracht werden. Andererseits aber können wir uns natürlich nicht nur auf dieses empirische Faktum der vorhandenen Aktivitäten beschränken, sondern wir müssen auch sehen, dass wir bestimmte strategische Politikfelder benennen und sagen, die sind für uns einfach unglaublich wichtig. Und wenn wir im Moment zu wenig Aktivität dort haben und zu wenig Kompetenz haben, dann müssen wir entscheiden, was wir da tun, wie wir diese Kompetenzen entwickeln. Also ich denke nur an Wirtschaftsfragen oder so, das ist ja immer so ein Punkt. Naja, um so etwas zu machen, ja, gibt es also bestimmte Methoden auch, ja, denen müssen wir uns zuwenden. Wer sich ein bisschen mit Managementforschung befasst hat, der kennt solche Methoden. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Ich möchte jetzt nur nochmal, also im Schnelldurchgang allerdings, nicht jedes Feld hier durchgehen, möchte nur nochmal verweisen darauf, wie unterschiedlich diese Politikfelder innerhalb der Piratenpartei selber auch kategorisiert werden. Also zum Beispiel, wenn wir uns in Liquid Feedback reingehen auf Bundesebene, dann sehen wir eben also diese Politikfelder, so wie ich sie jetzt aufgelistet habe. Außen, internationales Frieden, Umwelt, Verkehr und so weiter. Ich will da jetzt nicht auf jedes eingehen. Gehen wir mal nach Liquid Feedback in Nordrhein-Westfalen. Etwas anders, aber im Großen und Ganzen kann man ähnliche Politikfelder feststellen. Und jetzt ist ja in Nordrhein-Westfalen in Liquid Feedback gerade so eine Diskussion gelaufen, ob man nicht das ein bisschen anpassen soll an die Ausschüsse, die im Landtag, also da merkt man sozusagen schon den Feedback-Prozess, der einfach einsetzt, weil wir eben Abgeordnete im Landtag haben, die sich mit bestimmten Ausschüssen auseinandersetzen müssen. Und diese Ausschüsse, die sind natürlich auch vollkommen willkürlich im Grunde geclustert. Ja? Warum wird jetzt also Stadtentwicklung, Bau und Verkehr zusammengelegt oder was weiß ich? Und da haben wir jetzt eben, das sind die Ausschüsse und dieser Vorschlag, der steht eben auch, dass man sagt, also es gibt einen Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration. Das wird zum Beispiel ein Cluster für ein Schwerpunktthema so einer Stiftung, mit dem die Stiftung sich auseinandersetzen sollte. Nun, ihr seht, das sind sehr viele, ja. Mit Sicherheit kann man sagen, irgendwann wird sich die Stiftung mit all diesen Sachen auseinandersetzen, aber mit Sicherheit nicht am Anfang. Wir müssen uns am Anfang irgendwie konzentrieren. Die Frage ist, auf was? Ja, jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, wir ignorieren diese empirischen Geschichten zunächst einmal, diese ganzen Ausschüsse, sondern sagen, gehen nach theoretischen Aspekten vor. Also sagen, ja, was ist uns eigentlich
wichtig, also von der Ideologie her von der Piratenpartei. Und dann kann man eben feststellen, na gut, da gibt es einen ganzen Bereich, einen ganz wichtigen Bereich, Wissensallmende, freie Software, also das, was man auch wie Commons eben bezeichnet. Urheberrecht vor allen Dingen, ganz wichtiger Punkt für uns. Liquid Democracy. Aber Menschenrechte ganz generell, ja, also nicht nur Menschenrechte in Bezug auf Bürgerrechte im Netz, sondern wir haben, wie ich finde, eine sehr gute und sehr entwickelte Diskussion über Geschlechterverhältnisse. Selbst wenn uns das in der Öffentlichkeit also immer bestritten wird, wenn immer gesagt wird, oh, ihr habt hier zu wenig Frauen und ihr habt überhaupt keinen Begriff von Gender oder so etwas. Das ist aber nicht richtig, was die Diskussion betrifft und was die Programmatik betrifft, sind wir an der Stelle, also allen anderen Parteien, wage ich mal jetzt hier zu behaupten, einen Schritt voraus. Das ist übrigens auch, wer dieses Buch gelesen hat, herausgegeben von Leggevi und Bieber, da sind eine ganze Reihe Artikel über die Piratenpartei drin, da ist ein sehr, aus meiner Sicht hervorragender Artikel, gerade über diese Gender-Problematik drin, von Irena Villa und bla bla bla, weiß ich jetzt nicht mehr, vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Diesen Artikel, den empfehle ich euch, wenn ihr mal wieder konfrontiert werdet mit diesem Vorwurf, ja, auf dem Gender-Bereich, da habt ihr nichts anzubieten. Das ist eindeutig falsch, da haben wir sehr viel anzubieten. Gut, das ist jetzt nur Nebenaspekt. Internationalismus, also Bürgerrechte im Netz, ganz klar, natürlich ein ganz wichtiges Kernthema von uns. Politische, aber jetzt geht es natürlich weiter, auch wenn wir also nach innen wirken wollen. Politische Grundlagen, politische Philosophie, Ideengeschichte, sozialer Bewegung, ja, die Janusköpfigkeit des Liberalismus, einerseits Freiheit, andererseits Despotie. Ja, diese Janusköpfigkeit herauszuarbeiten, zum Gegenstand zu machen, ich glaube, das ist etwas, was implizit in der Piratenpartei drin ist, was wir aber noch nicht so richtig entwickelt haben. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Capacity-Bildung das habe ich schon genannt, Capacity-Bildung von Piraten in Parlamenten und Ausschüssen, das könnte ganz banal sein, Kommunikation und Rhetorik, Didaktik der politischen Bildung und so etwas. Gut, so jetzt komme ich zu diesem Instrument, was viele von euch vielleicht kennen aus der Managementforschung, die sogenannte SWOT-Analyse, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Das ist ein wichtiger Punkt, einfach um, wenn wir starten, wenn wir wissen, wir können nicht alles machen, mit den Kräften, die wir haben, müssen wir uns irgendwie konzentrieren. Das, was jetzt hier steht, ja, ist natürlich kein realer Vorschlag, den ich gemacht habe, sondern das soll nur ein Beispiel sein, wie man mit dieser Methode umgeht. Ja. Also Strengths habe ich jetzt einfach so mal reingeschrieben, um das deutlich zu machen, unsere Stärken liegen natürlich, also in the commons, liquid democracy, Bürgerrechte und so weiter. Weakness, Wirtschaftspolitik, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Außenpolitik müssen wir auch noch dran arbeiten und so weiter. Sustainable Development, ja, Opportunities, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Kinder. Auf der anderen Seite jetzt Threats, also Risiken, ja, wo wir möglicherweise lieber die Finger davon lassen sollten, ja, bevor wir uns auf so ein Feld einlassen. Bemannte Raumfahrt, Poker und Glücksspiel, aber es gibt es eben empirisch in der Partei. Es gibt eben die AG Motorrad, AG Tierhaltung, AG Waffenrecht, AG Jagd. Wie gehen wir damit um? Sagen wir, nee, das ist uns zu risikoreich, das machen wir auf jeden Fall nicht zum Thema der Stiftung. Wäre denkbar. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Vorschlag, den ich mache, sondern nur, wenn uns möglicherweise morgen Nachmittag jemand überzeugt, dass aber AG Tierhaltung ein ganz wichtiges Thema ist, ja, kann ja sein, dann würde das natürlich hier oben bei den Strengths landen. Aber das ist das Resultat eines intensiven Diskussionsprozesses. Und das braucht leider ein bisschen Zeit. Die nächste Komponente ist die Frage, also das, ich habe jetzt über Inhalte gesprochen, ja. Kompetenzen und Politikfelder, welche Politikfelder wollen wir besetzen, welche Kompetenzen haben wir. Das Gleiche müssen wir natürlich machen bei der Frage der Organisation, welche organisatorischen Voraussetzungen liegen einfach schon vor. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir einen Blick darauf werfen, was haben wir denn alles schon? Wir haben ja schon einige Landesverbände, wir haben schon einige Vereine, die sich gegründet haben, die arbeiten. Was machen die beispielsweise? Ja, welche Bildungswerke gibt es formal? Welche sind aktiv, welche sind eher nicht aktiv, so wie Nordrhein-Westfalen? Das gibt es zwar, aber ist nicht aktiv.
wie dezentral, wie zentral arbeiten Sie? Im Land möglicherweise auch. Ja? Wie klappt die Vernetzung? Und dann natürlich müssen wir auch selber entscheiden, letztendlich, wie wollen wir, dass die Organisation so einer Stiftung aussieht? Wie ist das Verhältnis von Bundesverband und Landesverbänden? Wie autonom sind die Landesverbände? Was bedeutet das für Kreisverbände oder so etwas? Ja, und dann natürlich das Verhältnis zu den bereits existierenden Vereinen, also Bildungswerke, Hebewerke, Gedankenmanufaktur, Aufbruchbildung, Wissenskulturen und was es alles schon gibt. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Nicht jetzt in der halben Stunde, die ich hier zur Verfügung habe, das ist vollkommen klar. Das braucht Zeit, es braucht vor allen Dingen einen moderierten, organisierten Prozess. Finanzierung will ich gar nicht viel zu sagen, da bin ich überhaupt kein Experte. Ich habe jetzt einfach nur mal blind ein Beispiel von der Konrad-Adenauer-Stiftung hier rausgenommen aus dem Geschäftsbericht im letzten Jahr, nur einfach mal, um mal Zahlen zu nennen, um mal Dimensionen aufzuzeigen. Also die Einnahmen aus Bund, das sind diese globalen, wie heißt das, globale Zuschüsse oder Globalmittel. Ja? Das sind 120 Millionen aus dem Haushalten von Innenministerium, BMZ und BMBF. Die Zuwendungen der Länder und Kommunen und sonstige Zuwendungen sind in der Tat, also das ist ein geringer Betrag. Und was die Kostenermittlung betrifft, also bei der ungefähr, was das Verhältnis betrifft, ist es bei den anderen Stiftungen ähnlich. Nur die Größenordnungen sind unterschiedlich. Jetzt kommen wir zu den Kompetenzen. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir sagen, also diese Politikfelder sind für uns so wichtig, die müssen wir bearbeiten. Aber wie kommen wir daran? Wie können wir das machen? Welche Kompetenzen haben wir eigentlich? Das Wichtigste oder das Erste wäre natürlich empirisch zu fragen, was haben wir tatsächlich gemacht? Also die Werke, die Bildungswerke, die Vereine, die schon arbeiten, wie machen die das eigentlich? Welche Leute haben sie? Mit welchen Mitteln gehen sie davor? Welche Veranstaltungen sind auch überhaupt durchgeführt worden? Also ich kann die wenigen, die wir in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, also das kann ich relativ schnell beantworten, aber ich weiß, Bayern und Thüringen, die arbeiten ja also viel, viel, also aus meiner Sicht, aus meiner Fernsicht, also viel intensiver, viel aktiver und auch erfolgreicher. Da müsste man mal sagen, also welche Veranstaltungen habt ihr gemacht, wer hat diese Veranstaltung durchgeführt, wie seid ihr an die Kompetenzen rangekommen, wie, wenn man jetzt an wissenschaftliche Arbeit denkt, auch wie ist es mit den Publikationen beispielsweise. Viele Mitglieder der Piratenpartei publizieren irgendwo in Zeitschriften, in irgendwelchen Büchern. Wird das irgendwie ausgenutzt, also wird das genutzt, also für die Arbeit der Partei, wird das, fließt das irgendwie ein? Oder gut, die Stiftung haben wir ja noch nicht, aber in welcher Form kann es einfließen in die Stiftung? Aber natürlich auch die Erfahrungen, die praktischen Erfahrungen in den Ausschüssen der Landtage ist ja immens wichtig. Also wie können wir das auch anzapfen? Wie können wir die Erfahrungen, die dort gemacht werden von unseren Leuten, wie können wir die einbringen in die Stiftung irgendwie? Das sind Sachen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Aber natürlich auch anderweitige berufliche Erfahrungen. Wir haben sehr viele Leute, die sozusagen außerhalb der Partei im Bildungsbereich arbeiten. Also ich im Hochschulbereich, andere Leute in irgendwelchen Human Relation Institutionen, Personalentwicklung und was es da alles gibt. Also Leute, die Erfahrung haben auch, die wir irgendwie anzapfen können. Mitgliedschaften, ja. Die Mitgliedschaften in irgendwelchen internationalen oder in Fachgremien, Fachverbänden, ja, solche Sachen. Das sind alles so, das sind Kriterien, die einen Aufschluss darüber geben, was für Kompetenzen haben wir eigentlich, wo liegen die, und die Schwierigkeit ist natürlich, wie kommen wir daran? Das ist sozusagen, und wenn wir dann feststellen, ja, also zu bestimmten Themen, die wir aber ganz, ganz wichtig finden, haben wir zu wenig Kompetenzen. Und können die auch nicht so schnell weiterentwickeln, wie kommen wir dann an diese Kompetenzen ran? Also da muss man dann möglicherweise zugreifen auf Fremdkompetenzen. Oder man muss auch Kooperationen eingehen. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen oder jetzt. Das wäre sozusagen der nächste Punkt auch. Ja, ich komme jetzt gleich zum Schluss, sorry.
dass wir uns auch, wenn wir die anderen, wenn wir sagen, bestimmte Sachen können wir nicht selber bearbeiten, wir müssen auf andere zugreifen, was können wir gemeinsam zum Beispiel mit anderen Stiftungen machen? Ja, mit der Heinrich-Böll-Stiftung, also die haben ja in Bezug auf unsere Kernthemen, haben die ja ganz hervorragende Kongresse schon durchgeführt, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man da auch mal irgendwie was Gemeinsames macht. Warum nicht? Aber natürlich, um sozusagen die eigene Sichtbarkeit deutlich zu machen, müssen wir auch das Besondere, also der piratennahen Stiftung, hervorheben und müssten sagen, wie grenzen wir uns ab gegenüber den anderen? Was machen andere möglicherweise besser als wir? Was können die besser? Und dann sagen wir, dann überlassen wir denen das auch. Was machen die nicht? Ja, was sollten wir denen überlassen oder wo sollten wir sozusagen in Konkurrenz treten auch, wenn wir der Meinung sind, ja, da müssen wir in Konkurrenz treten. Die bearbeiten zwar ein wichtiges Thema für uns, aber falsch. Ne? Existierende Kooperation, also jetzt wieder rein empirisch rangehen, wo gibt es die schon? Also wer hat zum Beispiel Kontakte zu Rosa Luxemburg, zu Naumann oder Stiftung für die Freiheit, heißt er jetzt, oder Friedrich Ebert oder so etwas. Ja, eine Reihe von Parteimitgliedern haben die. So, also jetzt der letzte Punkt, also was mir eben wichtig ist, wie gesagt, diese ganzen Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, das ist natürlich unglaublich komplex, ist unheimlich viel, wir werden es heute nicht schaffen, wir werden es morgen nicht schaffen, aber ich wünsche mir, dass wir morgen hier rausgehen und sagen, wir machen so etwas wie einen richtigen Projektplan, wo wir sagen, diese Roadmap, die werden wir durchführen, wir werden beschreiben müssen, eine Ist-Analyse machen, wir werden sie analysieren müssen und wir werden gucken, was können wir entwickeln und dass wir tatsächlich auch so etwas wie einen Zeitplan haben. Das ist mein Wunsch. Also Bestandsaufnahme, Entwürfe für Themenbereiche und die Frage der weiteren Entwicklung. Und damit schließe ich jetzt erstmal und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Also gibt es Diskussionswünsche überhaupt im Moment? Ist ja nach so einer Mittagspause doch immer etwas eine Frage. Es gab einen. Gut, dann komm bitte mal nach vorne. Dann, Moment, Entschuldigung. So. Ja, weniger Diskussion als Ergänzung. Ich glaube, bei der Frage, was wollen wir tun, die beantwortet sich zum Teil aus den Zuschüssen. Mittel des BMZ beispielsweise können nur für Arbeit im Bereich der Entwicklungshilfe benutzt werden. Zuschüsse des BMI laufen in die Richtung politische Bildungsarbeit und so weiter. Also das heißt, da sind ein paar Antworten schon vorgegeben. Und ich würde schon raten, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann heißt das, dass beinahe 2/3 des Geldes und damit auch der Arbeit im Bereich der Entwicklungshilfe stattfindet. Das ist schon ein ganz dicker Brocken. Ich darf das kurz korrigieren. Also die Zahlen, die ich jetzt habe ermitteln können, die liegen bei ungefähr 45% Anteil für die Entwicklungszusammenarbeit bei der Stiftung Konrad Adenauer, Friedrich Naumann und auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung, glaube ich, die hat den höchsten Anteil bei ungefähr 53%. Aber in der Tendenz hat mein Vorredner natürlich vollkommen recht. Das heißt, das ist vielleicht auch nicht jedem sofort einsichtig, der sich mit dem Thema parteinahe Stiftung beschäftigt, was wirklich eminent wichtig ist, dass wir uns darüber klar werden, dass der Hauptteil einer parteinahen Stiftung darin bestehen wird, internationale Arbeit zu leisten, und zwar in unterschiedlichsten Bereichen. Das kann sein, dass man im Ausland Kontakte unterhält, dass man mit politischen Parteien agiert oder Organisationen, nicht Parteien, sondern Organisationen, dass man ganz konkrete Fortbildungsprogramme, Aufbauprogramme macht für Lehrer, für Verwaltungsbeamten und so weiter. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, was momentan noch nicht zur Sprache gekommen ist und was auch in diesem Stiftungsthema, auch von den Satzungen her, gar nicht so offensichtlich ist. Aber
Das ist wirklich der wichtigste Posten vom Budget, aber auch von der Aufgabenverteilung. Weitere Wortmeldungen oder? Ja, also ich habe das, ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Also ich kann dem ja nur zustimmen. Allerdings meine ich, dass eben also eine Strategiebestimmung also natürlich noch konkreter werden muss. Ne? Also es ist richtig, dass ein Rahmen natürlich vorgegeben ist dadurch, aber das entbindet uns noch lange nicht von der Aufgabe, da wirklich dann ins Detail zu gehen und zu gucken, wie ist das Verhältnis, vor allen Dingen, also was mir wichtig ist, Verhältnis von Kompetenzen, auch empirisch einfach mal zu gucken, was haben wir schon. Ne? Also das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, um das zusammenzuführen, damit wir auch praktisch in die Gänge kommen. Ne? Ja, was mir gefallen hat daran, ist eben erstmal hinzugehen und sagen, was wollen wir, was für Kapital haben wir, also an Wissen, an Leuten, die machen wollen, um etwas zu erreichen und dann erst aus dieser ja, Bestandserfassung heraus zu sagen, wir gestalten das am besten so und so. Und danach richtet sich ja dann letztendlich auch die Satzung. Ja, also wobei Ihr Vortrag sehr angenehm, gut ausgearbeitet, das hat einem schon mal eine Vorstellung gegeben, mit der man was anfangen kann. Das heißt, müssen wir die beiden Welten zusammenbringen, damit wir ein schönes Ergebnis kriegen. Ne?